Leute, heute sind Ben und ich wieder back in einer fresh neuen Folge Build Battle. Und zwar, letztens habt ihr das Baby vs. Opa Build Battle mega gefeiert. Das war das, was ich gewonnen habe. Weiß ich nicht. Deswegen, da bin ich mir sehr sicher. Machen wir heute eine neue Runde. Und zwar machen wir heute das Build Battle Arm vs. Reich. Also Arm zu Reich. Wir fangen an. Autsch. Ben ist tot. Für die, die die letzte Folge nicht gesehen haben, Leute, checkt sie nochmal unbedingt aus. War sehr geil. Wir werden jetzt als erstes in der ersten Runde werden wir versuchen, Arm zu bauen. Also es wird ein bisschen aber trashy aussehen. Thema denn? Haus? Na klar, ein Haus. In der ersten Runde haben wir 3 Minuten Zeit. Aber ich denke, das sollte auch dicke ausreichen. Ben, bist du ready, Bombaddy? Ich fange schon an. Okay, los geht's. 3 Minuten laufen ab jetzt. Okay, als erstes müssen wir hier was verändern. Gibt's hier World Edition? Na klar, es gibt alles World Edition, DecoCraft, alles drauf. Boom. Okay, das hier haben wir schon mal geändert. Okay, wir müssten irgendwas finden, was so ein bisschen ramschig aussieht. Das hier ist gut. Ich habe gerade noch eine Idee gehabt, aber weiß ich nicht, ob das too much ist. Naja, egal. Wir machen es einfach. Oha, das ist ja richtig gut. Oh mein Gott, das wird krass, sag ich dir. Das wird richtig krass. Nee, Lina, das ist keine Chance. Ich habe schon so eine krasse Idee. Ich habe eine krasse Idee. Ich wüsste, wie das heißt. Ach, das heißt nur Concrete. Oh, man. Die beiden Dinger kopieren wir jetzt. Ich sag jetzt extra nicht den Namen. Damit wir uns hier vor illegalen Klau beschützen. Als ob ich überhaupt die Zeit hätte, da was zu klauen. Mein letztes Mal war ja mit Zeit, stimmt. Ja, ist ja auch dieses Mal auch. Wie haben wir Zeit? Wir haben noch 1 Minute Zeit. Ups, das ist schief geworden. Hoppla. Das fällt dir ja früh ein. Wie früh? Ich habe doch gefragt, ob du ready bist. Frag doch nicht ohne Grund. Ich bin ready, aber ich habe auch nicht richtig zugehört, muss ich ehrlich sagen. Ah ja, stark, Ben, stark. Okay, und jetzt machen wir das hier einmal zu. So, und... Nein! Oh, verdrückt! So, Mann, okay. Ey. Hier unten stellen wir diese Dinger hier hin. Schön bunt. So, und dann machen wir... Ja, ein paar Baustellenschilder können wir auch hinmachen. So, dann machen wir hier... Ein kleines Zelt hin. Okay, wir sind noch nicht ganz fertig. Da kann noch mehr hin. Oh ja, das ist immer sehr gut. Ja, so ein Zaun ist auch sehr gut. Sind das Türen? Sind das alles nur Türen? Was ein Beschiss. 35 Sekunden noch, Ben. Okay. Der Zaun ist so ein bisschen durchlöchert, ne? Weil es ja ein kaputter Zaun hier. Dann machen wir die Dinger hier noch hin. Ein Lagerfeuer. Gibt es hier schon Lagerfeuer? Lagerfeuer. Gibt's nicht. Ist das Müll? Münzhaufen. Nee, das ist kein Müll. Hallo, Leute, wir brauchen hier Müll. Oh ja, das Müll, kann man hier Müll noch ist gut. Ja, gute Idee, danke. Oh. Zeit ist vorbei. Alter, ich oh habe fast nichts geschafft. Ich hatte das mit der Zeit nicht auf dem Kopf, ey. Meins ist ganz gut geworden. Also meins ist nicht mal ansatzweise fertig. Okay. Also, willst du meins angucken? Komm rüber. Oh ja, das ist sehr stark. Unter der Brücke. Ich habe was Ähnliches. Okay. Dann gucken wir jetzt mal bei Benson. Ah, neben der Street. Oh, du hast sogar ein Lagerfeuer gefunden, Alter. Mhm. Da hast du nichts gesagt. Ja, genau. Hm, das ist jetzt schwierig. Wer hat hier jetzt gewonnen? Ja, du hast gewonnen. Ja! Der Punkt geht an mich, Leute. Endlich ja, aber nur, mal. Weil ich das mit der Zeit... Jetzt habe ich das wieder auf den Tacho. Jetzt ziehe ich dich auf. Ja, okay. Jetzt gehen wir zum Mittelstand. Boah, was baue ich denn da? Ey, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, du. Dafür geben wir uns, glaube ich, 5 Minuten Zeit. Nee, wir verdoppeln. Wir geben uns 6 Minuten Zeit. Puh, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was ich da bauen soll. Ich baue einfach mein altes Haus. Ja, Mann. Wobei ich dann mein Haus auch so zur Hälfte auf diese Armseite packen müsste. Aber egal. Ben, bist du ready? Auf die Plätze, fertig. Los. Okay. Wir bauen als erstes ein kleines Fundament. Das machen wir mit diesen hässlichen Steinen hier. Das ist nämlich Andesit. So, wir bauen jetzt mein Haus nach. In 5 Minuten ist das ziemlich schwierig. 6 Minuten meine ich natürlich. So. Andesit, das ist das Fundament. Noch ein bisschen breiter, aber nicht zu breit, weil ansonsten passt das mit der Zeit nicht mehr hin. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwas Weißes, weil wir hatten weiße Wände zu Hause. Ja, das sieht stark aus. Das ist eine schicke weiße Wand. So, Wand Nummer 1, Wand Nummer 2, Wand Nummer 3 und Wand Nummer 4. Alright, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Eingang. Ja, der war so ein bisschen weiter hier rechts. Hier war auf jeden Fall ein Klofenster.
besser, daran kann ich mich erinnern. Gibt es Andesitstufen? Nee, völlig verkauft. Bin ein bisschen überfordert hier, muss ich ehrlich sagen. Okay, dann brauchen wir die Tür. Die Tür, am besten wäre es, wenn die zerkratzt wäre. Aber sowas haben wir leider nicht, weil meine Katze, die hat unsere Haustür abnormal zerkratzt. Echt jetzt? Ja, richtig heftig. Alter. Hat gelitten, Alter, die Tür. Ja, okay. Dann brauchen wir noch ein Fenster. Ich baue jetzt erstmal das Haus fertig und mache die Deko dann in der übrigen Zeit. Ist das nicht klug? Da hast du was gesagt, ja. Weil sonst haben wir nicht mehr genügend Zeit. Okay, was war das für ein Boden? Irgendwas Steiniges war das, aber diesen Stein gibt es hier nicht. Hat einen Steinboden? Ja, also beim Eingang halt. Steinboden? Solche Pflasterdinger, hallo. Was wäre denn Steinboden? So, für die Decke machen wir das hier und dann brauchen wir Steinziegel. Eine befallenen am besten. Genau. So, wir haben noch 3 Minuten 40. Okay, ich schaff's gerade mal so, das Haus fertig zu bauen, ohne Deko. Das ist der Vorteil unseres Reihenhauses. Eigentlich könnte ich das sogar noch ein bisschen kürzer machen. So groß war das nämlich gar nicht. Ich habe gelogen. Ich habe mein Haus viel größer gemacht, als es einfach ist. Eigentlich ist. Unser Haus hat auf jeden Fall noch so ein kleines Vordach. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt am besten? So? Ach du Kacke. Da habe ich auf jeden Fall drin gewohnt in dem Zimmer. Eigentlich müsste ich das können. 2 Minuten noch Zeit. Hier kommt Gras hin. Hier die Falltüren. Ja, es ist fast unmöglich, ein Haus in der Zeit zu bauen, sage ich dir ehrlich. Ja, ja. Ach du Kacke. Das ist aber ein bisschen hässlich geworden. Hell geht eigentlich voll. Wir brauchen Fenster. Fenster. Wo sind denn die? Sind die hier? Sind die da? Hier sind Fenster. Oh ja, so ein großes Fenster. Eigentlich hätte ich sowas hier gebraucht. Das wäre es gewesen. Passt das hier rein? Lol, das passt sogar wirklich hier rein. Alter Schwede, damit habe ich alles gecarried. Also bei mir sieht es auch gerade irgendwie so aus, als würde ich nicht fertig... Ey, wenn ich mich noch einmal verbaue, dann ist hier Schluss. Mann! Was ist passiert? 54 also Sekunden ist noch. Jetzt... Interpretationssache. Uiuiuiui, Lina hier, ey. Uiuiui. Pretty? Du hast den Erfolg pretty erreicht. Ja, mein Haus ist schön. Ist pretty. Oh nein, das schaffe ich nicht. Ich habe noch 30 Sekunden Zeit. Und ich muss noch das Dach fertig machen. Ich bin auch nicht mal ansatzweise fertig, ey. Das ist hier sehr anspruchsvoll in dieser Zeit. Also ich würde schon sagen, ich bin ansatzweise fertig. Aber auch nur im Ansatz. Man kennt auf jeden Fall, dass es ein Haus sein soll. Ja gut, das bei mir auch. Aber ich meine so Inneneinrichtung und so ein Kram. Nee, das habe ich auch nicht. Noch 11 Sekunden. Komm, das müssen wir jetzt zumachen. Hallo, mach das zu, Elina. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen hier noch Toilette braucht man doch immer, oder? Das ist wichtig. Fenster. Ja, sehr schön. Lieber eine Toilette, die im Raum steht. Hier auch noch ein Küchenfenster. Bam! Hast du direkt reingeguckt? Ich habe direkt die Tür klackern hören, Ben. Nee, ich habe meine Tür aufgemacht. Ach so, okay. Komm rüber. Ja, meins ist mau, sag ich ehrlich. Oh! Ja, aber Inneneinrichtung ist... Ja gut, aber innen ist mau, Bumse, Bau, ne? Ja, innen habe ich gar nichts, leider. Mhm. Ja, guck mal, alle Seiten. Ja, Dach natürlich sehr schön geworden. Hier ist eine Lücke. Hier ist ein kleines Loch. Ja, okay, dann komm mal rüber. Okay, okay, okay. Hä, auch nicht schlecht, Ben, auch nicht schlecht. Ja. Ja. Ich hab aber eben ein bisschen was gemacht dafür. Oha, das ist voll riesig geworden. In der Zeit ist es voll groß geworden. Guck mal hier in. Auch ein bisschen was gemacht. Wow. Die wichtigsten Sachen. Ja, ja, Bett. Küche, Toilette. Oh, Alter, eine Freiraumtoilette kann man einfach gucken. Hallo nochmal! Dann kann ich dich beobachten, wenn ich auf Klo bin. Ja, ich hatte Probleme mit der Fassade, aber naja. Er hat jetzt gewonnen. Das ist eng. Wir fragen Ebru. Teig auch von innen, Elina. Auch von innen. Nicht von außen. Ich krieg deins nicht so ganz drauf. Lina wieder frisiert die Fotos mit Photoshop. Der sieht ja überscheiß aus. Lisch das mal lieber wieder. Also, das ist ohne Kontext auch. Jetzt mache ich meins von innen. Es stapiert einfach. Mein Dach ist voll kacke geworden. Ebro schreibt, Bruder, einfach offene Toilette. Und dein Boden. Ja, was ein Fake. Andesit ist wirklich auch, denke ich, der hässlichste Block in Minecraft. Guck dir den mal an. Ja, aber der ist richtig. Scheiße aus. Der sieht richtig real aus, so was so das Fundament von mir damals angeht. Das sieht wirklich sehr, sehr doll nach dem Fundament von damals. Wo sind die Katzenkratzer? Sehe ich hier nicht. Ja, gibt's hier halt nicht. Nicht authentisch. Warte. Warte, Lina. Besser. Nee, warte. Mach nochmal hin, ich mach die Kratzer. Oh Mann, ey. Ups. Ach nö, Ben. Mein Haus. Ivo hat gesagt, dass meins gewonnen hat. Oh Mann! Eins hat aber ein schlechtes Dach. Das Dach, gucken wir uns mal. Igitt! Dach ist echt scheiße, da muss ich... Boah, jetzt entscheidend. Aber das Problem ist, je länger die Zeit, desto schwieriger für mich. Naja, aber egal, modernes Heimspiel. Letztes Mal war es schwierig für mich. Ich sag mal so. Ich habe letztes Mal 3-0 gewonnen hier, dass dir das nicht peinlich war. 10 Minuten laufen! Alter, nice, wie war Steuer auf jeden Fall.
Also, wir brauchen auf jeden Fall clean, white Wände wieder. So white wie Schnee. Okay, das kriegen wir hin. Ich glaube an mich. Ich believe. Ich bin ein Believer. Nee, Moment, das ist ein bisschen zu unbreit, hätte ich jetzt gesagt. Ja, das muss richtig fett sein. Das muss richtig reinfetzen, Alter. Alright, das sieht doch schon mal sehr schnico aus. Dann machen wir auf jeden Fall den Boden mit den guten alten. Nee, nimm die Stone Bricks. Die mag ich viel lieber. Stone Bricks sind nice. Eine Minute ist schon rum, Benson. Ich liebe ja Deko-Kraft. Ich würde so gerne so viel mehr mit Deko-Kraft irgendwie arbeiten. Okay, jetzt müssen wir irgendwie das Haus hier noch rein schaffen, aber das ist wieder so schwierig. Ich kann keine Häuser mehr bauen. Hat auch hier sehr viel Zeit gewastet. Okay, wir lassen jetzt unserer Kreativität freien Lauf. So, wir machen hier so eine Corner hin, aber die mache ich, glaube ich, wieder weg. Also ein schmaler. Jetzt habe ich nämlich eine coole Idee gehabt. Und zwar machen wir hier so einen Kasten hin. Solche modernen Häuser bestehen ja auch wirklich only aus Kästen. Mehr nicht. Es sind einfach nur drei Kästen ineinander gewölbt. Und dann ist es ein cooles, modernes Haus. Das macht dann bitte 2,5 Millionen. Bin abgelegt. Du sagst es. Ich will unbedingt gewinnen, ey. Das habe ich vergessen. Das ist mal schön geworden. Okay, dann splitten wir das hier so auf. Und ich würde es, glaube ich, noch sogar einen Ticken höher machen. Ja, ja. Hohe Wände. Das ist auch der Inbegriff für Luxus. Ihr könnt an den Wänden der Menschen erkennen, ob sie rich sind oder arm. Ja, ich habe hier Quatsch gemacht, Elina. Gerade. Oh, das ist gefährlich, Ben. Das ist gefährlich. Ja. So, okay. Das sieht ganz nice aus. Jetzt habe ich noch, glaube ich, noch eine Idee sogar. Oh nein. Ja, egal. Können wir so machen. So, machen wir das. Wir machen hier so eine coole Ecke rein. Da habe ich so eine richtig geile Idee für. Ja, Moment, das sieht doch eigentlich... Sieht das modern aus? Ich glaube, es sieht modern aus. Am liebsten hätte ich jetzt noch solche Holzlatten. Das macht alles so richtig ultramodern. Ben, ich höre nichts mehr von dir. Ich bin ziemlich sehr konzentriert, Karina. Ich entschuldige vielmal. Nicht so schlimm. Ich arbeite hier nämlich auch mit Wasser. Oh. Das ist grundsätzlich ziemlich tricky. So, das sieht irgendwie scheiße aus. Mann. Meins sieht nicht scheiße aus, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich eigentlich dieses Mal gut hinbekommen. Okay, hier machen wir dann den Eingang rein. So. Okay, und dann machen wir hier Full Glasfront hin. Jetzt überlege ich, ob ich weißes oder graues Glas nehme, weil irgendwie hat mir das weiße... Yo, wir nehmen safe weißes Glas, weil schwarzes Glas ist einfach Schmutz. Gibt es geile Türen? Es geht so. Es gibt semi-geile Türen. Die sind nicht so für Luxusdinger gedacht, glaube ich. Jetzt muss ich auch noch gucken. Eine nach links, eine nach rechts, damit das hier passt. So. Das geht klar, Elina. Puh, okay, jetzt machen wir schnell den Boden hier noch rein. Machen wir da Birkenholz oder machen wir da Eichenholz? Na, dann machen wir Birke. Eine schön gute alte Birke. Okay, jetzt gehen wir richtig ab, Leute. Wir suchen nämlich mal was. Das müsst ihr. Wie viel Zeit haben wir noch, Elina, ey? Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Ich muss hier was finden. 4 Minuten, ey. Ja, ein Aquarium. Aquarium ist auch Luxus. Ich brauche eine Mauer. Aber keine gute Mauer. Ah, ich gebe das hier, das ist perfekt. Oh, ich verbrauche gerade so viel Zeit für eine Sache, die ich hier suche. Aber die ist wichtig. Machen wir jetzt komplette Glasfront rein. Da muss man auch mal World Edit nehmen, damit ihr ein bisschen Zeit spart. Komm, ne? komm. Aber gut, wo bist du immer noch, Regina? Ich suche immer noch, ja, ob ja. Ob das klug war, weiß ich nicht. Ja, das war klug. Weiß ich alles nicht, Regina, weiß ich nicht. Das war das Klügste, was ich heute gemacht habe. Die Zeit, ich brauche eine Ansage. Wir haben noch 3 Minuten. Okay, jetzt suchen wir nach einer passenden Tür. Machen wir da eine schwarze Tür hin? Yeah, würde ich sagen. Eine schwarze Door machen wir hier rein. Zack und zack. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch diese Steinplatten, die wir bei Ben gesehen haben. Klaue ich jetzt eiskalt. Hey. Das sieht ja mega nice aus. Mega nice. Ah, das ist es nicht, Elina. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Benson. Ich habe wirklich Probleme. Ich wollte da zu viel. Beim letzten Mal war ich stärker. Puh, okay. Jetzt machen wir schick die Einrichtung. Wir brauchen auf jeden Fall einen schicken pinken Teppich. Nee, einen teamgrünen Teppich brauchen wir auf jeden Fall. Den kladderadjutschen wir hier hin. Dann brauchen wir noch eine Couch. Die machen wir gelb, so wie bei mir zu Hause. Gelbe Couch ist einfach Leben. Zack, zack, zack. Die machen wir riesig. Dann brauchen wir noch was für einen Fernseher. Ja, sowas Schönes, Brightes. Das ist nice. So, zack, Fernseher, der steht auch. Wir können hier eine offene Küche hinmachen. Das passt einfach perfekt. Kitchen. Ja, das hier brauchen wir auf jeden Fall. Das hier brauchen wir auf jeden Fall. Puh, wo sind die Küchenutensilien? Hier, da.
Jetzt holen wir uns eine coole weiße Küche auf jeden Fall. Wandschränke. Hier auf jeden Fall das hier. Boah, was für den Boden. Zack, zack. Machen wir die. Oh yeah, Leute. Oh yeah. Oh, das sieht nice aus. Okay, World Edition. Yeah, Leute. Das sieht heftig, deftig. Wird sich gut aus. Da, der Ofen, den brauchen wir natürlich auch noch. Der darf nie fehlen. Brauchen wir auf jeden Fall noch diese Spüle hier. Die beiden Dinger nehmen wir wieder. Dunstabzugshaube. Die nehme ich eigentlich immer gerne. Das, welche Server, was du so baust, sieht das schlecht für mich aus, glaube ich. Oh, die Zeit ist schon vorbei. Scheiße. Rückt noch ein bisschen, aber es ist noch ein paar. Nee, Ben. Schluss, Schluss, Schluss. Ich komm gleich rüber. Ich komm rüber. Komm rüber, Ben. Mann, ey, das sieht so kacke aus. Alter, mit einem Lambo. Mit einem Lamborghini. Oh ja, geil eingerichtete Küche, geiles Wohnzimmer. Ja, okay, und dann war die Zeit vorbei. Ja, okay, aber das schafft man ja auch nicht mehr. Ja, sieht sehr nice aus. Dankeschön, Benson. Gehen wir mal rüber, ey. Huch. Ja, ohne Witz, Ben, man muss sie wirklich lassen. Seit ein oder zwei Jahren verbesserst du dich richtig krass. Aber ich denke, beim modernen Haus, da habe, glaube ich, eher die Nase vorn. Ja, da hast du gewonnen. Habe ich einmal Lamborghini. Hab da zu viel, das war mit dem Wasser, das war zu viel Experimente. Experimente. Leute, damit haben wir unsere Ehre wieder hergestellt. Wir haben das Battle heute gewonnen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst mir ein Like und ein Abo da. Weil dann kriegt ihr auch ein Lambo. Ab zu Ben. Tschüss, Leute. Ab nach Berlin. Ciao. Ja. Ben bleibt einfach hier zurück. Perfekt.